Guten Tag, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal schönen Donnerstag. Ja, und bevor es mit der 188. Geschichtsstunde weitergeht, will ich nochmal so ein paar Sachen klarstellen, beziehungsweise zu einigen Sachen was sagen. Oder zu einer wichtigen Sache. Weil es dreht sich ja immer darum, gerade wo wir ja jetzt in dieser sogenannten bösen, dunklen Zeit sind, wenn ich den Zionismus kritisiere und auch deutlich sage, und das ist nun mal so eine Tatsache, dass dieser sogenannte Antisemitismus gerade von diesen Zionisten immer wieder bewusst geschürt wird, um sich selber einen Schutzwall aufzubauen, damit sie keiner kritisieren kann, um ihre bösen Machenschaften weitermachen zu können, hat das nichts mit Judenhass oder so zu tun. Aber es ist doch unmöglich, dass von diesen Leuten die Welt, also nicht nur die Deutschen, sondern allgemein die ganze Menschheit, noch gut und böse eingeteilt wird, wer zum Beispiel für Israel ist und wie die sich da unten gebärden, das ist ein guter Mensch. Wer sich gegen Israel ausspricht, weil sie sich halt so gebärden, wie sie sich gebärden, und das kritisiert, das ist ein böser Mensch. Der muss bekämpft werden. Können wir überall hinschauen. Ne? Unter anderem auch, und ich habe das Interview gesehen, beziehungsweise was gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Video war oder ob es im Interview stand. Auch einer von diesen, die diese AfDJ gegründet haben. Ne, oder JAfD oder Juden in der AfD. Auch der ist der Meinung, wer Israel kritisiert und für diese Art Israel, wie es jetzt existiert, wir werden auch dahin kommen, wie es gegründet worden ist. Und die Wege dorthin haben wir ja schon einige erfahren. Sich dagegen äußert, ist ein böser Mensch. Tut mir leid. Welchen schlimmeren Rassismus als diesen kann es in der Welt geben, als den, den diese Zionisten verbreiten? Und noch schlimmer ist es ja hier in Deutschland. Ja? Jeder, der dem Zionisten, solchen Zionisten wie Schuster, Kramer, Knobloch etc. etc. nicht genehm ist, und von denen als Rechtsextremist, Rechtsradikaler, Nazi oder sonstiges ja, bezichtigt, bezeichnet und etikettiert wird, der darf unsere Schüler nicht mehr lehren, der darf unsere Jugend nicht mehr lehren, der darf in keine Ämter, der darf sich politisch nicht betätigen, zumindest nicht in Parteien, die im Bundestag sitzen, etc. Totaler Rassismus, menschenfeindlich. Ich will keine Juden vergasen oder verfolgen. Quatsch. Ich will nur, dass diese Einteilung der Zionisten, der Menschen und speziell der Deutschen nach Gut und Böse, nach ihrem Etikett endlich ein Ende hat. Und da kommen wir noch mal ganz kurz zur AfD. Ich bezweifle sehr, und das wäre eigentlich eher ein Grund, der AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, dass diese Unvereinbarkeitsliste überhaupt mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Denn sie schließt ja Leute per se aus ihrer Partei aus. Ob sie nun irgendein Gedankengut noch anhängen oder nicht, nur weil sie vielleicht irgendwo mal auf einer Veranstaltung waren, weil sie irgendwann mal vor 10, 15, 20, vor 50 Jahren in irgendeiner Partei, Organisation oder so sich mehr oder weniger engagiert haben. Es reicht schon, wenn man nur mal dort eine Veranstaltung besucht hat, schon ist man bei der AfD ausgeschlossen. Beziehungsweise gibt es gewisse Leute in der AfD, die dann dafür sorgen, dass die Leute ausgeschlossen werden. Siehe Frau Sahin-Wittgenstein, die eine Organisation unterstützt hat, in dem Moment, als sie weder beobachtet worden ist, sie wusste wahrscheinlich nicht mal, von wem das Ding gegründet worden ist. Eine schlimme, finde ich nicht in dem Fall, aber wie gesagt, eine Frau Haferbeck, Mitbegründerin war, vor 30 Jahren, fast 30 Jahren. Also für mich ist das ganz klar verfassungswidrig, weil eigentlich steht ja in diesem Grundgesetz,
dass kein Mensch diskriminiert werden kann nach Religion, politischer Einstellung etc. Und das wird ja mit dieser Unvereinbarkeitsliste eindeutig getan, weil es werden Leute anhand ihrer politischen Einstellung per se ausgeschlossen. Ne? Per se ausgeschlossen, nur weil sie mal irgendwann Mitglied einer gewissen Partei waren, weil sie irgendwann mal Mitglied einer gewissen Organisation waren oder sie nur unterstützt haben oder vielleicht auch nur mal eine Veranstaltung von denen besucht haben, um sich dort zu informieren, ob es was für sie ist oder nicht. Und das kann einfach nicht sein. Und deswegen fordere ich die AfD-Basis auf, dafür zu sorgen, dass diese sogenannte Unvereinbarkeitsliste, so wie sie jetzt existiert, wegkommt und durch eine klare Formulierung ersetzt wird, wo nur Leute ausgeschlossen werden, die gegen das Grundgesetz verstoßen, beziehungsweise, ja, man kann da klare Sachen definieren. Was weiß ich, wenn jemand gerufen hat, Juden ins Gas oder was weiß ich, kann man den meinetwegen ausschließen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Allerdings muss dann betrachtet werden, hat er das vor 20 Jahren getan? Er sagt, Mensch, das war eine Dummheit vor 20 Jahren. Oder ob das gerade jetzt erst passiert ist. So funktioniert eine richtige Gleichberechtigung, beziehungsweise. So muss das laufen. Und ich eine Liste hingelegt, wo drin steht, die und die und die, die Vereine, vor allem meistens Vereine, die sich mit Deutschland beschäftigen und deutsche Mitglieder hat. Also wenn sowas, so eine Liste existiert, dann verlange ich aber auch, dass alle Hetzer vom Zentralrat der Juden ausgeschlossen werden und nicht Mitglied werden dürfen, weil da hetzen alle. Kein einziger ist dort wirklich ein Menschenfreund, sondern Spalter und Hetzer. Und dann verlange ich auch, dass zum Beispiel drin steht, diese ganzen türkischen und islamischen Vereine, die gegen uns hetzen. Dann verlange ich auch, dass da drin steht, diese ganz orthodoxe Gruppe der Juden, die selbst in Israel verpönt ist. Ich kenne den Namen jetzt nicht genau, ist mir zu kompliziert, aber jeder weiß, wen ich meine, mit den komischen Juden und den Trottelhaaren. Bitte schön, wer sich traut, in der AfD mal das anzugehen, der verklagt die AfD wegen dieser Unvereinbarkeitsliste, weil die verstößt eindeutig gegen Menschenrecht, gegen alle Konventionen, die es auf der Welt angeblich für die Gleichberechtigung und Menschenrechte gibt. Denn keiner darf wegen seiner politischen Einstellung von irgendetwas ausgeschlossen und diskriminiert werden. Das soll es gewesen sein. Und schon geht's los mit der 188. Geschichtsstunde. Ja, gestern hatten wir geendet und die ersten zwei oder drei sind sie schon. Das war jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich mich nicht verzähle. Ja, es ist das erste war, weil da hatte ich jetzt nicht noch mal geschaut. Das erste war das, dann kam die zweite. Ja, es ist die dritte Geschichtsstunde zum Jahr 1933 gewesen. In den ersten drei ging es ja fast nur ausschließlich sehr politisch zu. Das letzte gestern war der 1. März 1933. Reinhard verlässt Berlin. Aber nicht, weil er Jude war, sondern weil er kommunistische Hetze betrieben hat gegen die Leute, die dann halt regiert haben. Ja, es wird natürlich dann gleich mit reingemischt, dass er Jude war, aber er hat gehetzt gegen alles, was die neue Regierung getan, beziehungsweise wo sie noch nicht Regierung war, in der Opposition gesagt, getan und gemacht hat. Das ist der eigentliche Grund. Ja, weiter geht's heute mit etwas unpolitischeren Sachen erstmal. Der 2. März 1933. Ein Affe wird zum Filmstar. In New York hat der Spielfilm King Kong und die weiße Frau Premiere. Den passenden Rahmen dafür bietet der große Saal der Radio City Music Hall mit 6200 Plätzen, das größte Kino der Welt. Der zu seiner Zeit erfolgreichste Abenteuerfilm der Regisseure Marion C. Point Cooper und Ernest B. Point Schoetzek
begeistert das Publikum auf der ganzen Welt. Seit dem großen Erfolg von Filmen mit exotischen Themen wie Tarzan, der Affenmensch 1932 von Woodbridge Strong, Van Dyck und Horrorstreifen wie Frankenstein 1931 von James Whale erlebt Hollywood einen Wettlauf um den effektvollsten, sensationellsten und übernatürlichsten Film. King Kong und die weiße Frau ist eine Synthese aus Abenteuer, Horror- und Katastrophenfilm, der zahlreiche Adaptionen und Remakes nach sich zieht. Die Geschichte handelt vom Filmemacher Carl Denham, in Klammern Robert Armstrong, Klammer zu, der mit seiner Crew auf einer Südseeinsel ein sagenumwobenes, gefürchtetes Untier, den Riesenaffen Kong, filmen will. Die von ihm engagierte Schauspielerin Anne Darrow, in Klammern Faye Wray, Klammer zu, wird von Eingeborenen geraubt und Kong als Opfer dargeboten. Doch der Gorilla verschont sie. Anne wird gerettet, Entschuldigung, das war fast Englisch, gerettet und Kong gefangen genommen. In New York soll Kong als Sensation in einer Show vermarktet werden. Der Riesenaffe befreit sich und entführt Anne auf das Empire State Building, wo er von einer Fliegerstaffel getötet wird. Der Reiz des Films liegt zum großen Teil in der ausgefeilten Modellanimation von Willis O'Brien. Die so bedrohlich wirkenden Riesenaffen sind im Original nur 45 Zentimeter groß. O'Brien drehte nach dem Stop-Motion-Verfahren erst die Trickszenen und entwickelte dann ein Rückprojektionsverfahren, durch das die Realaufnahmen mit den Animationssequenzen kombiniert wurden. Diese Technik macht aus King Kong ein Meisterwerk der Spezialeffekte und setzt Maßstäbe. Also für mich die schönste Verfilmung. Natürlich war das Original schon was Besonderes in Schwarz-Weiß mit Johnny Weissmüller, damals in den 30er Jahren, 1930er Jahren. Aber so für mich hat mir das am besten gefallen. Kam letztens mal auf diesen zusätzlichen Sender von 1981 mit Bo Derek, wieder der männliche Hauptdarsteller hieß, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber Bo Derek sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Tarzan von 1981, also meine Lieblingsversion von Tarzan, sehr gut gemacht. Ne? Und da haben wir noch ein Bild. Original-Werbeplakat von 1933 für den Film King Kong und die weiße Frau. Vom englischen Schriftsteller Edgar Wallace stammt die Kurzgeschichte, die dem Drehbuch zugrunde liegt. Ist das nicht rassistisch? Ein Affe und eine weiße Frau. Muss man sofort eine muslimische mit Kopftuch jetzt nehmen. Wird als Quote eingeführt. King Kong, Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot, PDC-Film, Edgar Wallace, Marion C. Point Cooper. Und da haben wir das Plakat. Mamma mia, so mancher Film ist ja sowas von rassistisch heute. Und sexistisch ist der Film auch noch total. King Kong darf nie wieder gezeigt werden. Das werden die Grünen, die Linken, die Roten und die rot-links-grün gefärbten Schwarzen und die Liberalen bald entscheiden. Oder nur noch alles, was zu sexistisch wirkt, muss rausgeschnitten werden. Da haben wir noch ein Bild. Der Riesenaffe Kong wehrt sich auf dem New Yorker Empire State Building gegen angreifende Kampfflieger. Die Szene aus King Kong und die weiße Frau geht in die Filmgeschichte ein. Jetzt war ich natürlich falsch. Tarzan hatte ich ja gesagt. Hier geht es jetzt um King Kong. Da kann ich nur empfehlen. Moment. Mit, wie hieß sie denn nur? Jessica Lange. Aus den 70er Jahren, die 1970er Jahren, das ist für mich da die schönste Verfilmung. Ne? Hat vielleicht der ein oder andere, der aus meiner Generation ist, gesehen. Ich glaube 1976 oder 77 wurde der gedreht. Jessica Lange war die weibliche Hauptdarstellerin. Mir fallen leider aber nur die weiblichen Hauptdarsteller ein. Ne?
Ja, weiter geht's mit dem 3. März 1933. Ein Erdbeben in der Nähe der japanischen Stadt Yokohama fordert über 2000 Tote. Aha, Gottes Willen. Erdbeben, ist das nicht irgendeine Klima? Nee, Quatsch, das ist ja tektonische Verschiebung. Aber da erfinden die Grünen auch noch einen Pakt dagegen. Weiter geht's, 4. März 1933. Bei der Debatte über den Bahnstreik vom 1. März treten alle drei Präsidenten des österreichischen Nationalrats zurück, womit sich das Parlament faktisch selbst ausschaltet. Weiter geht's mit dem 3. März. Und da habe ich gerade gesehen, ja, das hätte ich, die Randbemerkung. Hier haben wir nochmal den 3. März 1933. Thälmann festgenommen. In seinem Versteck in der Lützower Straße in Berlin-Charlottenburg wird Ernst Thälmann Reichstagsabgeordneter und Vorsitzender des Zentralkomitees der KPD verhaftet. Der Kommunistenführer ist das prominenteste Opfer der nach dem Reichstagsbrand vom 27. Februar einsetzenden Verhaftungswelle von NS-Gegnern. Zu einem Prozess gegen ihn kommt es jedoch nicht. Tja, wie gesagt, wir haben es erlebt, wie Kommunisten in der sogenannten Weimarer Republik gegen sogenannte politische Gegner vorgegangen sind. Die haben sie hinterrücks erschossen, wenn sie durch ihre Straßen, durch ihre roten Viertel gelaufen sind. Der SPD hat oftmals gegen Arbeiter schießen lassen. 1918, 19, ich will es nicht durcheinander bringen, es war 1919, sogar mit Hilfe rechter Freikorps. Und. Ja, so viel dazu, warum man solche Leute dann auch verhaftet hat, gerade nach dem Reichstagsbrand. 4. März 1933, Roosevelt im Weißen Haus. Franklin D. Point Roosevelt legt auf den Stufen des Washingtoner Kapitols vor dem obersten Bundesrichter der USA, Charles Evans Hughes, seinen Amtseid als 32. Präsident der Vereinigten Staaten ab. In einer kurzen Ansprache ruft der neue Präsident anschließend die rund 100.000 Zuhörer vor dem Kapitol und die Millionen Amerikaner an den Rundfunkgeräten zu Vertrauen und Zuversicht auf. Ja, er war halt der Präsident einer bestimmten Kaste in Amerika, die bis heute dort die Geschicke lenkt und auch entscheidet, wer Präsident wird, beziehungsweise ins Weiße Haus ausziehen kann. Ja, da sage ich mal so, wie es scheint, leider auch, mit Trump hat sich das nicht geändert, wenn man sieht, wie er sich zu Israel gegenüber positioniert, etc. Weiter geht's. Mit dem 5. März 1933. Extreme Rechte erlangt absolute Mehrheit bei Wahl. Nach einem von den Regierungsparteien mit ungeheurem materiellem Aufwand geführten Wahlkampf, bei dem die NSDAP ihre Gegner systematisch durch den Einsatz von Schlägertrupps der SA und unter Anwendung polizeilicher Druckmittel eingeschüchtert hatte, erreichen NSDAP und Kampffront Schwarz-Weiß-Rot in Klammern Deutschnationale und Stahlhelm, Klammer zu, zusammen die absolute Mehrheit im Reichstag und im Landtag von Preußen. Die Wahlbeteiligung ist mit 88,8% höher als bei jeder Reichstagswahl zuvor. Tja, gut, ob das nun wirklich ganz genau so gewesen ist oder ob es nicht doch wieder erst Aggressionen von Kommunisten und Roten waren, die dann zu dementsprechenden Reaktionen geführt haben. Da müsst ihr mal genau hinschauen. Aber eines wird deutlich. Genauso machen heute SPD, Rote, Grüne, Linke, ne, Rote hat man ja schon, SPD, Grüne, Linke, FDP, CDU und CSU weniger. Die verstecken sich nur, hängen sich an das, was die Roten, Linken und Grünen machen, dran. Genauso machen die Wahlkampf. Die lassen auch Schlägertrupps gegen ihre politischen Gegner auffahren. Die lassen auch Leute verhaften unter Vorwänden, um sie aus dem Felde zu ziehen. Sie beschneiden die Meinungsfreiheit im Internet.
In den Zeitungen wird nur rot-links-grüne Scheiße auf Deutsch gesagt verbreitet, weil alle Zeitungen in der Hand von Zionisten und Roten sind. Der SPD ist der größte Zeitungsbesitzer in diesem Land. Ne? Genau dasselbe. Also bitteschön, ihr Antifaschisten, wenn ihr den Faschismus bekämpfen wollt, müsst ihr euch selber wegrationalisieren, weil ihr seid diejenigen, die dieselben Mittel anwenden, derer, die ihr angeblich bekämpfen wollt. Gut abgekupfert. Wir sind keiner von diesen Roten sollte sich wagen, über diese Zeit schlecht zu reden, weil die haben uns diese Zeit heute in Kopie von Rot-Links-Grün, in Negativkopie wiedergebracht. Ne? Das Schlimme, was noch dazu kommt, hier wird ausschließlich in diesem Staat gegen Deutsche geknüppelt. Migranten haben Narrenfreiheit und der Zionist stellt einen Chanukka-Leuchter vors Brandenburger Tor. Ne? Weiter geht's. NSDAP verfehlt Ziel. Von den 15 angetretenen Parteien ziehen 11 ins Parlament ein. Im Reichstag wird die NSDAP mit 43,9% der abgegebenen Stimmen und 288 der 647 Mandate stärkste Fraktion. Sie erhält 17,27 Millionen Stimmen, rund 5,5 Millionen mehr als am 6. November 1932. Alles klar, die haben schon in der Wahlkabine haben die Angst gehabt, einen Knüppel zu finden, deswegen haben sie das Kreuz dort gemacht. Ihr seid Lügenverbreiter ohne Ende, ihr Roten. In 7 der 35 Wahlkreise kommt sie über 50%. In Berlin, Nord- und Südwestfalen, der preußischen Rheinprovinz und in Hamburg bleibt sie allerdings unter 40%. Ja, das gleicht wie heute, ne? Da, wo die dümmsten Schafe rumlaufen, ist es auch heute wieder so. Insgesamt verpasst sie das Ziel einer absoluten Mehrheit, dass sich Reichskanzler Adolf Hitler nach Auflösung des alten Reichstages am 1. Februar gesteckt hatte, deutlich. Die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot erhält 3,13 Millionen Stimmen, in Klammern 8,0%, und 52 Mandate. Sie gewinnt 200.000 Stimmen hinzu und wird damit ihrer Rolle als Mehrheitsbeschafferin für Hitler gerecht. Das gemäßigte rechte Lager ist statt mit 21 nur noch mit 9 Abgeordneten im Parlament vertreten. Bei seinen Wählern ist die NSDAP-Parole von der nationalen Konzentration nicht ohne Wirkung geblieben. Die Deutsche Volkspartei büßt fast ein Drittel ihres Wählerpotenzials ein und hat nur noch 2 statt 11 Mandate. Verloren haben auch der Landbund, der christlich-soziale Volksdienst und die Deutsche Bauernpartei. Der wachsende Zuspruch der bayerischen Landbevölkerung für die NSDAP geht zu Lasten der Bayerischen Volkspartei, die 140.000 Wähler und ein Mandat verliert. In Klammern nunmehr 19. So, das sind eindeutige Zahlen und die sind mit Sicherheit nicht nur durch Knüppelei und angebliche Beeinflussung entstanden, sondern ganz einfach aus dem Bewusstsein, was die anderen Parteien in 13 Jahren Weimarer Republik aus Deutschland gemacht haben und aus dem deutschen Volk. Bittsteller, Melkkühe der Briten, Franzosen und Amerikaner, damit die sich das größte Kino bauen konnten in Amerika. Und der Fußabtreter der ganzen Welt, arm, hungernd und so weiter. Während die Finanziers dieser anderen Parteien, die diese Parteien unterstützt haben, im Adlon und anderen Grand Hotels wilde Feste gefeiert haben. Ja, das waren die Stimmen für diese Schwarz, wie hießen sie, wenn wir mal gucken, Schwarz-Rot-Weiße Front und für die NSDAP. Ne? Weiter geht's. Opposition behauptet sich. Das Zentrum gewinnt bei einem Wähleranteil von 11,2% über 200.000 Stimmen hinzu. Wie im Juni 1932 wählen auch viele Protestanten die katholische Partei, die ihnen der letzte Garant für ein Fortbestehen der Demokratie zu sein scheint.
Die deutsche Staatspartei, früher DDP, Klammer zu, verliert zwar knapp 3000 Wähler, verfügt aber infolge der Listenverbindungen mit der SPD nunmehr über 5 statt 2 Abgeordnete. Aha, die sogenannten Liberalen mit den Roten zusammen. 7,18 Millionen Wähler, in Klammern 18,3%, Klammer zu, stehen weiter zur SPD, die gegenüber November 1932 nur 70.000 Stimmen und ein Mandat nunmehr 120 einbüßt. In Anbetracht des Drucks, der im Wahlkampf auf die Linksparteien ausgeübt wurde, ist dies ein Erfolg. In 16 Wahlkreisen gewinnt die SPD sogar Stimmen hinzu. Viele schon resignierte SPD-Anhänger sind offenbar wieder zur Wahl gegangen. Trotz aller Schikanen und Verbote stimmen noch 4,85 Millionen Wähler, insgesamt 1,14 Millionen weniger als im November 1932 für die KPD, die bei 12,3% der Wählerstimmen 81 Mandate erringt. So, manche werden halt nie schlau, sehen wir heute auch. Im Preußischen Landtag erhält die NSDAP 211, in Klammern vorher 162 Sitze und ist auch hier auf die Kampffront, da haben wir sie schwarz-weiß-rot angewiesen, deren 43 Mandate, vorher 31 der DNVP, Klammer zu, ihr zur absoluten Mehrheit verhelfen. So, wie gesagt, so wie man mit den Deutschen umgegangen ist in den 1920er Jahren bis in den ersten Jahren der 1930er Jahre, muss man sich überhaupt nichts wundern. Und die Leute haben nur eines gewählt, nämlich ihre eigenen Interessen. Die haben gesehen, wie sie Liberale, Kommunisten, Rote und Konservative über 13 Jahre an alle verkauft haben, nur damit sie selber ihre Macht erhalten. Genau wie heute. Genau wie heute. Nur heute ist ein bisschen mehr Geld noch übrig zum Verteilen. Ne? Bloß das ist aber, wie es hat der Franzose gestern gesagt, wo es um die gelben Westen ging, oder vorgestern, das war eine Aufzeichnung, die ich mal angeguckt habe, von da aus dem, wir Franzosen wollen nicht nur die Krümel, wir wollen das ganze Baguette. Und es wird Zeit, dass die Deutschen sagen, wir wollen nicht nur die Krümel, wir wollen das ganze Brot. Ne? Abgestimmt auf Deutschland. Ja, hier haben wir noch Bilder. Reichspräsident Paul von Hindenburg und sein Staatssekretär Otto Meißner verlassen während der Reichstagswahlen am 5. März das Wahllokal. Sie werden von Anhängern der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot in Klammern Listenplatz 5, Klammer zu, begrüßt. Und dann haben wir als nächstes Reichskanzler Adolf Hitler präsentiert sein Kabinett, das er am 29. Juni, gut 3 Monate nach der Reichstagswahl, umgebildet hat. Anlass für die Neustrukturierung ist der Rücktritt des Vorsitzenden der DNVP, Alfred Hugenberg, als bisheriger Reichswirtschafts- und Ernährungsminister. Niemand hat ihn rausgeschmissen, er ist selber zurückgetreten, der Herr Hugenberg. Mal gucken wir mal. Die Bilder habe ich euch gezeigt. King Kong habe ich euch gezeigt, zeige ich noch mal kurz. Das von New York. Oh, ich glaube, ich habe es euch gezeigt. So, da sind wir schon mit der zweiten Seite durch. Bin schon ganz schön in der Zeit fortgeschritten, aber das war jetzt doch ein bisschen mehr, was man dazu sagen sollte. Und weiter geht's. 8. März 1933. Reichsinnenminister Wilhelm Frick, NSDAP, setzt in Baden, Sachsen, Schaumburg-Lippe und Württemberg Reichskommissare für die Polizeibefugnisse ein. Damit haben in allen deutschen Ländern bis auf Bayern NSDAP-Mitglieder die Befehlsgewalt über die Polizei. 12. März 1933. Am Volkstrauertag wehen an den öffentlichen Gebäuden im Deutschen Reich die schwarz-weiß-roten Fahnen. Reichspräsident Paul von Hindenburg lässt die Hakenkreuzfahne
neben Schwarz-Weiß-Rot als zweite Nationalflagge zu. 14. März 1933, das an diesem Tag auslaufende Verbot der SPD-Presse in Preußen wird um weitere 14 Tage verlängert und anschließend auf unbestimmte Zeit ausgedehnt. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt, zur letzten Doppelseite. Das sind nochmal zwei Abschnitte und eine Randbemerkung. Ja, die kommt dazwischen. 17. März 1933. Frauenbild der NS-Ideologen. Na, da sind wir jetzt mal gespannt. In den Ausstellungshallen am Kaiserdamm in Berlin eröffnet Reichspropagandaminister Josef Goebbels die Ausstellung Die Frau, Frauenleben und Wirken in Familie, Haus und Beruf. Über die Rolle der deutschen Frau in Geschichte und Gegenwart. Mit dieser Schau verfolgt die NSDAP das Ziel, die Frau in der Gesellschaft propagandistisch aufzuwerten. Das machen der SPDler gar nicht mit ihren Quoten. Nur Fängerei. Am Ende haben die Frauen überhaupt nichts davon mit euren Quoten, sondern nur solche Damen wie Frau Giffey, damit Dummheit in die Politik gehen können. Und der Öffentlichkeit das nationalsozialistische Frauenbild zu vermitteln. Das, was am Kaiserdamm der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist allerdings kaum an der Realität orientiert. Das Konzept der Ausstellung beruht weniger auf dem Anspruch, Frauenleben zu dokumentieren, als es zu manipulieren. Das machen wir ja heute die ganze Zeit, indem Rot-Links-Grüne Frauen unbedingt zu Männern machen wollen und Männer unbedingt zu Frauen, indem sie mit Quoten festlegen wollen, wer in der Politik darf oder wie viele in die Politik gehen sollen, wie viele den Beruf ergreifen sollen, den. Also wenn jemand hier ein Frauenbild manipuliert, da sind wir aber heute ganz viel weiter als damals der sogenannten Nazis. Ja, manipuliert überall die Frauen nur, um Wählerstimmen zu gewinnen. Ne? Und suggeriert angeblich Gleichberechtigung. Dabei ist das nur Gleichmacherei, ne? Stimmenfängerei und vollkommen irrealer Müll. Ne? Weiter geht's. Wo waren wir? Manipulieren. Aufwendig gestalten Plakatwände. Aufwendig gestaltete Plakatwände illustrieren Lebenssituationen, die Frauen allein auf ihre mütterlichen Qualitäten festlegen und in den Dienst des NS-Regimes stellen. Die natürliche Hauptaufgabe der Frauen besteht aus Sicht der Nationalsozialisten darin, möglichst viele Kinder zur Welt zu bringen. Da ist jetzt aber schlimme NS-Ideologie. Komischerweise fördert jetzt der Herr Seehofer eine Religion, die in Wirklichkeit eine Ideologie ist, die genau dasselbe will. Gebärt viele Kinder, damit Deutschland so schnell wie möglich islamisch wird. Ne? Ihr seid solche Heuchler. Wer solche Sachen als böse darstellt, ne? Es hat keiner damals denen vorgeschrieben, und im Übrigen können wir uns noch an die Enzyklika des Papstes zu dieser Zeit erinnern, keinen der Frauen vorgeschrieben, im Gegenteil, viele sind eingebunden worden ins gesellschaftliche Leben, haben arbeiten können, es wurde halt gesagt, ja, als halt nun mal so ist, die einzigen, die Kinder kriegen können, sind nun mal die Frauen, dass natürlich Kinder geboren werden sollen und dass wir sie nicht importieren wollen aus aller Welt, um schöne Zahlen präsentieren zu können. Ne? Ihr seid die schlimmeren Ideologen als damals die Nazis in jeder Beziehung, in jeder Beziehung. Bloß das Schlimme ist, dass ihr absolut der Deutschen kaputt machen wollt. Das ist eure schlimmste Seite an der Ideologie. Und das ist das Einzige, was euch von den sogenannten Nazis unterscheidet in jeder Weise. Das ist, dass ihr Deutschland und die Deutschen hasst, weil ihr von einer gewissen Zionistengruppe schön dafür bezahlt werdet, wenn ihr alles vernichtet, was Deutschland ausmacht. Das ist das Entscheidende. Das ist der einzige Unterschied zwischen dem, was damals die Nazis gemacht haben, zu dem, was ihr heute macht. Ihr lieben Roten, Grünen, Linken, Schwarzen und Gelben. Das können wir immer schön vergleichen. Sieht man wunderbar.
Damit fügen sich die Frauen dann auch in die nationalsozialistische Rassenpolitik, die eine Ausbreitung der arischen Rasse postuliert. Ja, heute postulieren die Moslems die Ausbreitung ihrer Rasse. Und das wird gefördert von Herrn Seehofer durch mehr Geld für die Islamkonferenz, damit die uns missionieren sollen, dort wo sie ihre nächste Moscheen bauen. In seiner Öffnungsansprache bringt Goebbels die Programmatik der NS-Frauenpolitik auf einen Nenner. Zitat: Den ersten, besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie, und die wunderbarste Aufgabe, die sie erfüllen kann, ist die, ihrem Volk Kinder zu schenken. Ich höre da nichts Schlimmes dran. Kennen. Bisher hat keiner der führenden Männer der NSDAP die Rolle der Frau systematisch erörtert. Lediglich vereinzelt wurden Bemerkungen über das Wesen der Frau in Reden und Schriften eingestreut. Der Vorsitzende der NSDAP und Reichskanzler Adolf Hitler hielt eine eingehende Behandlung der Frauenfrage auch in seiner programmatischen Schrift Mein Kampf für überflüssig. Die Textstellen, die sich auf Frauen beziehen, sind aber eindeutig. Staatstragende Bedeutung kommt der Frau einzig und allein in ihrer Eigenschaft als Mutter zu. Auf die Erfüllung dieser Funktion ist die NS-Frauenpolitik ausgerichtet. In Mein Kampf geht Hitler sogar so weit, ein Klassensystem für die Bewohner des völkischen Staates zu entwerfen. Das deutsche Mädel ist Staatsangehörige und wird mit ihrer Verheiratung erst Bürgerin und damit politisch mündig. Die Fixierung auf die Gebärfähigkeit der Frauen zeigt sich 1938 mit der Stiftung des Ehrenkreuzes der deutschen Mutter in Klammern Mutterkreuz. Es wird an kinderreiche Mütter verliehen und soll ihren Ehrenplatz in der Gesellschaft symbolisieren. Alles aufwertende Sachen. Und das, was dort mit verkündet worden ist oder Teile, die jetzt wiedergegeben werden, war genau der Konsens in der Kirche, dass der Papst Pius in der Enzyklika 3 Jahre vorher veröffentlicht hat, hat Ämter etc. dazu angehalten, dem zu folgen, was auch in anderen Ländern Konsens war, nur weil es hier ein sogenannter Nationalsozialismus wiedergegeben hat und konkretisiert hat, ist es aus heutiger Sicht, aus dem da Kontext der damaligen Zeit, natürlich Nazi-Ideologie. Nein, das war das Bild der Frau in dieser Zeit. Und da war dieses der sogenannten bösen Nationalsozialisten sogar noch fortschrittlicher, weil die haben nochmal richtig rausgestellt, was die Frau für ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft ist. Nicht als Nutzvieh mit Quoten geregelt, dass er schuften muss, damit sie über die Runden kommt und das verkauft als Gleichberechtigung, sondern freie Entscheidung. Wie gesagt, wir müssen bloß gucken, wie viele auch in großen Positionen, wir nehmen nur Leni Riefenstahl, in herausragenden Rollen zu der Zeit gewirkt haben. Da hat keiner den Frauen verboten zu arbeiten. Ne? Aber natürlich, weil es biologisch einfach überhaupt nicht anders möglich ist. Liebe Lesben und Schwule, nichts gegen euch an sich, aber es ist nun mal biologisch nicht anders möglich, als dass Frauen Kinder kriegen. Ne? Es ist einfach so. Und wer das leugnet, der will ein Volk kaputt machen. Ne? Weil wenn nichts geboren wird, das hören wir ja jeden Tag, geht ein Volk zu Ende. Ne? Und das ist das ist die Politik, die Rot, Links, Grün möchte. Und deswegen importieren sie uns Leute, für die diese Ideologie der bösen Nazis heute noch präsent ist. Die nämlich sagen, unsere Kinder, unsere Frauen sind Gebärmaschinen. Was anders ist, die Frau beim Muslim nicht. Zumindest beim Großteil, die diese Korangeschichte total auf den Punkt bringen. Ne? Und hier haben wir noch ein Bild. Frauen, Millionen Männer ohne Arbeit, Millionen Kinder ohne Zukunft. Ja, das war damals die Realität. Das war damals die Realität. Rettet Familien. Oh, warte mal, das ist schwierig zu lesen, weil das wieder so Schreibschrift ist. Ist schwierig zu lesen. Kann ich unten nicht jetzt
rausbekommen, weil das so Schreibschrift noch ist. Da müsste ich genauer gucken. Ja, wie gesagt, es war damals die pure Realität. Es gab Millionen Arbeitslose, Millionen. Wir haben die Bilder gesehen. Ne? Da wäre keiner auf die Idee gekommen, Frauen gegen Männer auszuspielen und Männer gegen Frauen, genauso wie das heute rote, linke, grüne und rot-links-grün gefärbte Schwarze und die Liberalen tun, mit ihren Quotengequatsch und angeblichen Gleichberechtigung. Es ist einfach nur eine bewusste Spalterei des Volkes. Man spaltet es in alle möglichen Richtungen, alt und jung, Frau und Männer. So können diese zionistisch kontrollierten Parteien schön das Volk gegeneinander ausspielen. Die einzigen, die zusammenhalten, sind die Zionisten. Prost. So, weiter geht's mit einer Randbemerkung. 19. März 1933. Per Referendum erhält Portugal eine von Ministerpräsident Antonio de Oliveira Salazar ausgearbeitete autoritäre Verfassung. Hat komischerweise dort keinen gestört, weil das war Portugal und nicht Deutschland. Da konnte man nichts rausholen. Weiter geht's. 21. März 1933. Hindenburg wird eingebunden. Umrahmt von Gottesdiensten beider Konfessionen und Militärparaden wird in der Potsdamer Garnisonskirche der am 5. März gewählte Deutsche Reichstag eröffnet. Damit knüpft der NS-Staat an die Traditionen des alten Preußens an und des deutschen Kaiserreichs an, um das noch zögernde Bürgertum für sich zu gewinnen. Das ganze Reich steht im Zeichen der Reichstagseröffnung. Die öffentlichen Gebäude sind mit schwarz-weiß-roten und Hakenkreuzflaggen geschmückt. Die Kinder haben schulfrei, alle deutschen Sender übertragen den Staatsakt und am Abend finden Fackelzüge der nationalen Parteien statt. Die zeremonielle Einbindung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg beschert den Nazis einen Propagandaerfolg. Ja, heute zeigt man uns live den ganzen Tag, wenn Königin Elisabeth oder schon jemand von den Kindern heiratet oder so ein Krempel. Ne? So sah das damals aus. So, da sind wir heute für heute durch. Heute ist ein bisschen länger geworden. Aufgrund des Vorwortes noch einmal. Aufgrund des ein oder anderen Kommentars, der meines Erachtens nötig war. Weil, wie gesagt, wir können immer wieder deutlich erkennen, wie viele, viele Elemente des verpönten Nationalsozialismus von den heutigen angeblichen Demokraten übernommen werden. Der einzige Unterschied, den es dort gibt, das ist hier wird gegen das deutsche Volk, gegen Deutschland bewusst Politik gemacht. Damals hat man zumindest den Willen gehabt, für deutsche Politik zu machen. Wie es dann ausgegangen ist, eine andere Sache. Wie sich was entwickelt hat, ist eine ganz andere Sache. Aber der Grundidee war erstmal, Deutschland aus dieser Armut rauszuholen, die uns die Alliierten, die Siegermächte nach dem Versailler Vertrag, nach dem Ersten Weltkrieg und dem Versailler Vertrag hinterlassen haben. Und das war die Intention. Und das ist der einzige Unterschied, was die Nazis von den heutigen Demokraten unterscheidet. Die wollten damals Politik für Deutschland, das deutsche Volk machen. Heute, die machen nur Politik für andere, um anderen zu gefallen und tun uns praktisch überall verkaufen und verraten, wo es nur geht. Wenn es geht, so viel wie möglich Geld von uns in der Welt verstreuen, egal was für Schwachsinn es ist. Ne? Ansonsten, die Mittel, die man dazu benutzt, sind in leicht abgewandelter Form genau dieselben. Das können wir immer ganz deutlich erkennen, wenn man sich die Sachen genau einzeln miteinander vergleicht und betrachtet. Ja, gut, ich will sie nicht mehr in der Länge ziehen, weil wir haben jetzt schon wieder 44 Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Donnerstag. Ich wünsche euch ja, viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ich hoffe, es ist wieder einiges Neues für euch dabei gewesen und es ist wieder einiges aufgefrischt worden, was ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört habt oder gelesen oder gesehen habt. Es sind ein paar Anregungen von der Seite gekommen, wie es die Deutschen damals gesehen haben durch meine Kommentare, wie es aus der zeitlichen Kontext gesehen war
und nicht, wie man es heute immer wieder darstellt, aus dem zeitlichen Kontext gerissenen Nachbetrachtungen, die bewusst so gemacht werden, weil sie nur einer Klientel nützt, nämlich denen, die Deutschland hassen, die uns Deutsche hassen, obwohl sie angeblich selber teilweise Deutsche sind, und am liebsten hätten, Deutschland würde verrecken, wie sie uns immer wieder auf ihren Demos entgegenschreien. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wie euch verbleibe wie immer, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.